Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Path of Exile. Ja, das beste Action-Rollenspiel heutiger Zeit und sehr, sehr süchtig machend, sehr, sehr umfangreich und auch sehr herausfordernd. Und wir spielen, habe ich mir gedacht, wir machen eine Sumonovic mit Eisunterstützung. Dazu viele Auren und viele Flüche, so ein Gesamtpaket, ist ganz leicht zu machen, ist der perfekt Einsteigercharakter und ja, später auch sehr, 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 sehr stark. Also wir machen hier eine Witch. They were right to fear me. Standard. If only they had listened to their so cowardice. Laut am Anfang. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Dragos. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. Leise machen. Zu den Optionen, Sound. Es ist fast alles runtergestellt. Das ist das Problem. Bei mir ist irgendwie die Grafikkarte so extrem laut. Die Soundkarte so extrem laut. Und deshalb sind vor allem in den Videos alles ein bisschen laut. Oder ist, vielleicht ist es auch an meinem Headset. Aber die anderen waren auch so schlecht. So laut. Nicht schlecht. Sag's bloß nicht. Das ist besser. 5 bis 8, 4 bis 7. Als eine Einhand-Maze. Okay. Also zuerst schauen wir uns mal das Inventory an. Ja, gibt viel zu equippen. Hier zwei Waffenslots. Die Tränke sind unbrauchbar, also sie verbrauchen sich nicht, sie sind schon brauchbar. Hier sind zum Beispiel die Stats. Wir machen zum Beispiel 6,2 DPS und eine Defensive von 0. Okay. Evasionsraten, das ist die Ausweichchance. Hier gibt es zum Beispiel Charges, die erhöhen die Ding für ein paar Sekunden. Die Stats. Und jetzt kommt der passive Skill-Panel. Und ich bin immer noch geflasht. Der ist ungefähr doppelt so groß wie bei Final Fantasy X. Also, das hat was. Also, ich zeige euch mal, was wir machen. Wir gehen zuerst hier hoch und nehmen diese Bodies für die Minions mit. Dann gehen wir hier runter, unten durch. Nehmen diese zwar noch nicht, aber später dann. Die Buff-Effekte. Die hätten schon, also. Ah nein, das ist ja gar nichts für uns. Das ist nur für uns. Nehmen diese mit oder gehen wir oben durch? Ich weiß es nicht, was besser ist. Überlegen. Hier hat es auch Minions. Hier hat es Buffs. Das sind Ding erhöhte Dauer. Wir bräuchten eigentlich die Instability für den Anfang. Später nehmen wir das raus, weil wir brauchen Magic Find und das wenn die Minions immer explodieren und so ist es dann so zäh sind, dass sie nicht mehr explodieren, dann nützt das irgendwie gar nichts. Hier oben natürlich die Flüche nehmen wir mit, aber noch nicht am Anfang. Da wäre es doch besser, wenn wir unten durchgehen. Also trotzdem unten durchgehen. Dann haben wir hier zwar einen kleinen Umweg, aber können dann direkt hier auch diese Minion-Stats mitnehmen. Also wir gehen zuerst hier, dann hier, hier runter, hier hoch, hier, nehmen vielleicht diese zwei Stats mit, dann gehen wir hoch und gehen wir hoch, nehmen das mit, dann gehen wir hier rüber, nehmen das mit, gehen hier runter, nehmen das mit und dann gehen wir von hier hoch, nehmen das Haus mit, nehmen die drei, gehen hier runter. Das mit dem Schild brauchen wir nicht, aber diese Buffs-Zeugs, hier unten ist auch nochmal Buffs-Zeugs für die Auren und ja, das wird eine geile Witch und wir werden angegriffen. Jetzt. So. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. Könnten ein bisschen erhöhen, aber nur.
Effekte. So. Ja. Und ob man mich im Hintergrund gut hört, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht erahnen. Weil die Stimme wird immer leiser in den Videos sein. Müssen wir halt noch mit dem normalen Angriff angreifen, weil der Feuerball viel zu schwach ist und viel zu langsam. Können Sie mal ausprobieren. Ja, ist zu schwach. Und die Race-Zombies haben wir noch nicht. Die müssen wir alle durch Games freischalten, wie eben den Feuerball vorher aufgelesen haben. Und dann in die Slots für die Items getan haben. Und ja, deshalb haben wir noch nichts zum Beschwören. Es gibt danach Skelette und Wiederbeleben, eine Art Wiederbeleben, das heißt Spectre, eine Spektralgestalt des toten Gegners. So, wir gehen hier unten durch. Wir müssen jetzt hier nicht alle Gegner besiegen. Die Game sowieso nur Schrott. Und wir haben danach Eat-Items von meinem Stash. Ja, die sind nötig, weil es wird noch schwer genug sein. Das sage ich euch. Und ich will euch ja etwas zeigen. So, wir haben das 40% erhöhte Regenerationsrate von Mana genommen. Hier unten sind meistens die Zombies, das ist besser. Die einfach leichter zu besiegen sind und nicht zu nerven. So, wir spammen mal den Feuerball auf dieses Monstrum Hillock. Ja, ist sehr schwach der Feuerball. Kann ich wirklich nichts. Jetzt hat er sich noch gehalten, das Schwert rausgenommen. Aber er brennt. Das ist doch ein gutes Zeichen. Und wir haben daneben geschossen. So. Man, komm doch, hilf mich doch. Ich will dich nochmal verbrennen sehen. Ja, du brennst wieder. Aua. Das war aber unfähig, weil er war schon lange weg. So. Jetzt gehen wir hoch und in die ins Camp Lioness Watch. So, mal Quests abgeben. Leider ist noch alles auf Englisch. Versteht die Entwickler auch nicht, wieso sie nur Englisch als Sprache haben. Sie werden es zwar umsetzen, aber das glaube ich jetzt noch nicht. So, wir haben den Zombie. Wir können 3 Zombies aufs Mal beschwören. Und ja, können dann an den Leichen der Gegner, diese Zombies, rausnehmen. Also, beschwören. So, nehmen wir die Scrolls mit. Hier, diese brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Nein, wir nehmen den Bogen direkt. Hier ist zum Beispiel ein Unique oder ein Legendary. Hat plus 38% auf alle Resistenzen, das ist extrem gut. Dann habe ich den eigentlich immer an am Anfang. Hier eine Rüssi und hier schon das erste Amulett, das uns erhöhte Stats für die Minions bringt, 15%. Und sie machen auch 11% erhöhte Schaden und sind 15% in erhöhte, also schnell Bewegungsgeschwindigkeit. So, hier haben wir Rise of Zombie und hier haben wir 5%. Können wir eigentlich den wieder wegwerfen? So, das ist nämlich nicht verwehrt, weil man kann einen Charakter erstellen und den direkt so ausrüsten.
Intelligenz. Nee, brauchen wir nicht. Lebensregeneration ist besser. Ich mag Lebensregeneration, muss man nicht im Heiltrank nehmen. So, hier haben wir noch Handschuhe. Nö. Nö. Ihr seht immer meine Orbs und überall. Orbs of Recknet 12%, Orbs of Scoring haben wir 21, sind also extrem wertvoll. Hier haben wir leider erst 3, aber das ist auch der wertvollste. Weil es macht schon etwas aus, wenn man die Qualität erhöht von den Games. Also, wir haben hier noch mehr Slots. Hier haben wir die Tränke. Hier haben wir einen Bogen. Das ist 1000-mal besser. Das Schwert können wir auch nehmen, aber wir sind ja zum Teil auch Fernkämpfer, damit wir die Zombies unterstützen können. Und hier haben wir dann noch Stiefel, die Zombies, die Anzahl der Zombies erhöhen. Das sind recht gut. Hello. So, wegwerfen das Zeugs. Gut, Eyeshot können wir leider noch nicht nehmen. Solche Sachen, die nichts wert sind, legen wir eigentlich gerne hier rein. Weil manche verkaufen solche Sachen. Und deshalb unterstütze ich die Gilde so. Ah, haben wir keinen Köche. Ah, der ist erst auf Level 5. Dann nehmen wir kurz... den mit. Und gehen schon in die nächste Ebene. So, und wir zeigen die Zombies.